Ah, Leute, ich habe Tiuki wieder. Ah, traumhaft. Alter, ich bin's gar nicht mehr gewohnt, Tiuki fahren, oder? Oh, traumhaft. Traumhaft. Blam, blam, blam. Ah, geil, geil, geil. Ja, Leute, ich hoffe, ich kann hier dann gleich mal irgendwie überholen. 50 Grad Öl, das heißt, ja, Drehzahl geben wir ihr lieber nicht. Aber ja, hatte ich sehe nichts. Ich bin auf vorbei. Aber eins muss ich schon mal sagen: Federbandservice ist er gemacht worden. Das Federband ist jetzt gleich wieder viel härter, Alter, richtig geil. Weil vorher war es so ein bisschen, ja, ich sag mal so, Dämpfung war nicht mehr viel. Zäh war es, da war eher nur mit Feder da. Na, KTM tut es halt einfach nicht gut, wenn die in der Garage steht. Die will gefahren werden. Und ich hoffe, ich komme dieses Jahr auch ein bisschen mehr zum Fahren mit dir. Denn letztes Jahr waren es so 5000 Kilometer, na, 6, ja, so 5.500, 6000 Kilometer. Und für meinen Geschmack war das schon ein bisschen zu wenig. Tiuki hat es bekommen. Oh, wenn ich das jetzt aufzähle, dann vergesse ich wieder was. Ventile wurden eingestellt. Federbandservice, Zündkerzen sind auch neu. Federbandservice, glaube ich, habe ich schon gesagt. Spickel wurde gemacht, neuer Hinterreifen ist drauf. K&N Luftfilter ist drin, da bin ich dann auch mal gespannt, wie sich der Undulast anhört. Sonst noch was? Ja, da können wir aber riskieren. Wunderbar. Dann wurde der Debekeler eingebaut. Ja, ich habe sie ohne Debekeler hingestellt, war nicht so die beste Idee. Was wurde noch gemacht? Ah ja, ich habe eine neue Öleinfüllschraube. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die habe ich mir letztes Mal beim Ölwechsel leider ein bisschen ruiniert. Ja, die war ein bisschen fest. Keine Ahnung warum. Also den Ölwechsel davor habe ja auch ich gemacht. Aber es war halt auch ein Jahr her, also ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich die so festgeknallt habe. Ah ja, komm, lass uns machen, die 30 Euro auf oder ab, war es mir jetzt dann auch egal, vor allem bei einer Super Duke, oder? Da sparen wir lieber nicht an ein paar Euro, denn ich glaube, wenn man ein paar Euro sparen will, dann brauchst du ja keine Super Duke kaufen. Alter, na! Na, Alter! Alter, ich glaube, das ist bei mir jetzt irgendwie jedes Mal so. Digga! Digga! Ich bin ja jetzt knapp 800 Kilometer nur mehr MT-07 gefahren, seitdem ich die abgegeben habe bei KTM. Und war halt jetzt auch in Wien mit der MT-07, weil sich die Super Duke ein bisschen verspätet hat, bla bla bla. Und muss halt sagen, Alter, boah! Boah, Digga! Das ist jedes Mal so ein kranker Unterschied. Digga, ist das Ding krank. Digga. Na, Alter. Na. Na. Alter, das Ding ist krank. Aber er heißt ja nicht ohne Grund von KTM aus. Der Beast. Ja, Öltemperatur haben wir jetzt auch schon langsam. Das heißt, wir können uns sicher auch mal kurz das Ding hier rechts ein bisschen umdrehen. Ach, geil. Ja, Hinterreifen muss ich auch noch einfahren. Das werde ich aber nicht heute machen. Das werde ich auch wahrscheinlich nicht morgen machen. Denn ja, da steht ein Shooting mit der MT-07. Ja, ich muss mal gucken, vielleicht gibt es so ein Video. Aber ich denke mal, Reifen einfahren ist jetzt nicht so interessant. Macht mir selber zumindest immer extrem viel Spaß. Aber im Video ist es halt irgendwie langweilig. Weil ich halt hier die Hausstrecke einmal hoch, einmal runterfahren. Das Ding ist auf Kante. Aber ja. Aber ja, ich bleibe auf jeden Fall auch dann gleich nochmal wo stehen und dann zeige ich euch nochmal kurz die Kleine. Ah ja, bevor ich es vergesse, weil ich es gerade sehe, Bremsflüssigkeit ist auch neu. Da habe ich ja gesagt, sie sollen es bitte, Alter, bist deppert, der Aero, der klingt geil. Und der DB-Killer ist gerade drin. Alter, bist deppert, die Bremsen sind aber auch geil. Alter. Was man halt direkt merkt, ist der Motor rennt gleich viel schöner, weil die Ventile eingestellt sind.
Alter. Nein, Alter. Also ich kann euch immer so viel sagen. Das war nicht mal Halbgas und das Ding schiebt schon an wie Sau. Nein, Alter. Oh, Tuki. Ah. Also ich glaube, wenn ich die Super Duke wirklich jetzt weniger fahre und zwischendurch immer die M07 fahre, bin ich, glaube ich, irgendwie jedes Mal wieder aufs Neue geflasht. Aber es ist nichts Schlimmes dran. So bleibt die Super Duke halt irgendwie trotzdem noch was Besonderes. Wie wenn ich das Ding einfach jeden Tag fahre. Ihr wisst, Ortsausgang, knapp 80 Grad Öl. Was passiert hier? Da ist frei. Leute, das kannst du keiner erzählen, oder? Ui. Ah, ich habe einen Hai in der Fresse, oder? So. Alter, der Durchzug ist einfach so krank. Vierter Gang. 70, 80, 90, 100, 115, 120. Ah! Ich komme immer noch mit 10. Oh. Servus, Bro! Oh, Leute! Oh! Ja, Servus! Alter, was ist denn heute los? So viel Leute unterwegs, ja klar, Freitagnachmittag. Da geht's schon was an. Aber man muss schon sagen, das Geilste bei einer Super Duke ist, wenn ein Ortseingang kommt. Genau das ist das Geilste, wenn man runterschaut. Bap, bap, bap. Oh. Oh, so. Tümer. Oh, Tempomat. Tempomat. Alter, Tempomat ist schon was Geiles. Alter, vor allem, ich war ja in Wien, Alter, da hätte ich mir schon so einen Tempomat gewünscht. Gewünscht, wie auch immer. Ah, geil. Geil. Alter, Leute, ich hätte gesagt, ich bleibe da vorne jetzt kurz mal stehen und dann zeige ich euch die Kleine mal. Ah, geil. Ein paar Sekunden später. So, Leute, jetzt zeige ich euch die Kleine mal. Wenn ich ihn stehen oder runter kriege, ah, gönnt euch. Traumhaft. Auf jeden Fall, Leute, ihr seht schon, neues Hinterrad ist drauf, wunderschön. Ah, das Ding da drin, okay, hört eigentlich raus, aber ja. Bevor ich es vergesse, ich habe hier jetzt auch eine neue Ölschraube drin. Geil. Auf jeden Fall, mein Händler meinte, dass ich mal hinteres Radlager fetten, nachschmieren soll, wie auch immer. Weil das bei 30.000 Kilometer gemacht, gehört eigentlich im Service und ich das ja jetzt nicht machen lassen habe. Deswegen hat er gemeint, beim nächsten Radwechsel soll ich das einfach dazu sagen. Dann macht immer das mit. Kostet halt ein paar Euro mehr, aber ja. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm, denn ja, ich sag mal so, wenn KTM sagt, dass bei 30.000, dann kann man da ruhig auch ein bisschen drüber gehen. Und man muss halt einfach sagen, der nächste Hinterrad ist so oder so bei 33.000 oder so fällig. Und dann, ja, kann man das easy mal mitmachen. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Spaß haben mit meiner kleinen Super Duke. Und sie im besten Fall heilen lassen. Das Ding ist einfach krank, oder? Oh, geil! Ah.
Geil. Auf jeden Fall, ich muss jetzt, glaube ich, ein bisschen aufpassen in der Stadt. Denn das Ding ist ja, die Karre bekommt ja jetzt durch den K&N Luftfilter ein bisschen mehr Luft. Und ich habe mir schon aufgefallen, wenn ich wirklich ganz kurze Gasstöße mache, also ja, ich meine, was man eigentlich eh nie macht, sondern was der einfach nur so 1000 Umdrehungen ist, so ganz schnell, das findet sie wohl nicht ganz so toll. Aber ja, ist ja jetzt nicht so das Schlimme, denn für die Stadt habe ich so oder so meine MT07. Ja, Leute, mit diesem geilen Sound hätte ich gesagt, wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Wenn nicht, ja, könnt gerne disliken. Aber ihr seht ja nicht mehr, wie viel Dislike das Video hat. Ja. Ah, YouTube. Aber ja, auf jeden Fall. Lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und Peace, Leute.